So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Weiße Edition. Schön, dass ihr wieder dabei seid heute bei diesem wirklich tollen Projekt. Ja, wir machen weiter heute. Wir haben unser zweites Teammitglied bekommen, und zwar ein Sodamak. Wobei ich gerne den Feueraffen bekommen hätte mit dem Grillmark. Muss mich jetzt ein bisschen umorientieren und denken, ja, Moment. Ich muss mich gerade nur... Ja, oder nicht? Doch. Okay. Ich muss mich nur ein bisschen orientieren, weil ich das ganze Ding mit Tastatur spiele. Ihr seht, das Spiel ist über ein Emulator. Willst du mich verarschen? So. Quatsch, mit Soße eigentlich wollte ich was anderes machen. Und zwar auf Pokémon gehen. Serpi voll mal tauschen und Sodamak auf die Position setzen. Weil das müssen wir ja auch trainieren. Wir gucken uns das Sodamak überhaupt mal an. Es ist ein männliches, das ist immer gut. Und es hat ein forsches Wesen, ist in Ordnung. Perfekt, ist ganz schön Aquaknarre. Cool, dann kann ich schon Dings angreifen. Dann kann ich in die Trainerschule meinen Rivalen nur angreifen. Und jetzt möchte ich aber vorher noch schnell in das Pokémon Center und es heilen. Oder meine beiden Pokémon heilen. Weil man sehr viel vorher ist ja auch relativ angeschlagen. So. Ja. Da ich wieder vorproduzieren bin, weiß ich natürlich nicht, wie dieses Projekt ankommt. Ich hoffe, es kommt sehr gut an bei euch. Ist ja wieder so ein Retro-Projekt. Und ja, wenn es nicht gut ankommt, ist das dann so. Ich sag's trotzdem, ich hab Bock drauf. Von daher, auf geht's. So. Wird dein Pokémon vergiftet, schwinden seine KP nach und nach. Das ist aber nur im Kampf so. Hey, Kev, suchst du den Arena-Leiter? Ja. Hier gerade waren sie noch hier, aber über die, haben über die verschiedenen Pokémon-Typen gesprochen. Du musst sie knapp verpasst haben. Ach, tritt doch nochmal gegen mich an. Komm schon, ich möchte herausfinden, wie wichtig der Einsatz von Items im Kampf ist. Höchstens halt herausfinden, wie wichtig Items sind. Oder wie weit man ohne Items kommt. Aber ich kämpfe hier drin, das Ganze darf also nicht zu wild werden. Das hat man ja schon in der ersten Folge. Und wir greifen jetzt an gegen Charon. Ja, verschiedene Pokémon-Typen bei diesen Arena-Leitern ist ein kleiner spezieller Fall. Erkläre ich euch aber gleich, wenn wir soweit sind, dass wir in die Arena können. Wir haben das erste Duell mit Floink. Mit Serpifeu hat man nicht so wirklich die große Chance. Hier auf jeden Fall schon. Auf geht's. Aquaknarre. Er setzt so seine Beere ein. Okay. Wenn ich Glück habe, kriege ich sogar schon mit der zweiten Attacke down. Ich bin mal gespannt, was er als zweites hat. Wobei ich vermute, ich weiß, was er hat. Nicht ganz. So, weg mit Floink. Ah, chill. Alter, Feli, du. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil. Dann werden wir ja Schwarz-2 Let's Playen. Direkt im Anschluss an dieses LP hier. Auch eine coole Story, auf jeden Fall eine deutlich andere Story als über diesem hier. Das ist das Gute. Er setzt Glut an. Und wir machen nochmal Aquaknarre. Und revanchieren uns für die Niederlage eben. Und wir haben Pokémon-Trainer Charon besiegt. Ich war einfach noch nicht erfahren genug, um zu gewinnen. Cool, 800 Erfahrungspunkte und wir haben unserem Pokémon wieder ein bisschen Erfahrung beigebracht. So, wie erwartet ist der Einsatz von Items von größter Wichtigkeit? Hier, Kev, diese Beere ist für dich. Eine Siedelbeere, sehr geil. Die er eben eingesetzt hat. Kriegst du einem Pokémon diese Beere mit, so ist sie im Kampf von selbst, sobald seine KP schwinden. Bei Menschen hergestellte Items wie Tränke kann es aber nicht selbst verwenden. Also, viel Glück. Okay.
So. Mal kurz den Trank einsetzen hier. Beutel, ich müsste da jetzt. Sodamark. Achso, ich wollte geben, nicht einsetzen. So ist es richtig. Ja, ich habe mir wie gesagt schon meine Gedanken gemacht, welche Teammitglieder ich nehme. Seid auf jeden Fall gespannt. Bei drei weiß ich es wahrscheinlich sogar schon. Also ich weiß Feuer-Pokémon, ich weiß mein Elektro-Pokémon, ich weiß am Psycho-Flug-Pokémon, was ich mir definitiv hier fangen werde. Das hätten wir schon mal 15 Mitglieder. Und das 6. Ja doch, dann weiß ich auch tatsächlich das 6. Okay, gut. Das 6. wird nämlich auch ein Boden-Pokémon werden. Und wir machen heute weiter auf. Wir haben da jemanden, da steht jemand Neues davor. Was haben wir denn mit dir? Wie? Also ich arbeite hier als Arena-Dabar. Hey, wer bist denn du? Du willst dich in der Arena beweisen? Dann verrate mir doch bitte, welches dein Starter-Pokémon ist. Genau, das ist der es gibt drei Arena-Leiter in dieser Arena. Und zwar, je nachdem, welche Starter-Pokémon ihr genommen habt, wird quasi ein anderer Arena-Leiter euch herausfordern. Na, welches wohl? Ah, Serpifeu. Das tut sich gegen das Pokémon des Typs Feuer schwer. Du solltest also dir eine passende Gegenstrategie überlegen. Also, ich erwarte dich drin. Genau, die wählen das Pokémon aus, das gegenüber deinem oder eurem Pokémon im Vorteil sind. Also, ja. Mal wickeln sie sich, mal nicht. Die Pokémon sind wahrlich wundersame Geschöpfe. Auf jeden Fall. Also mein Pokémon neulich war echt der Wahnsinn. Nach dem Kampf hat es sich doch stark weiterentwickelt und Form und Aussehen geändert. Ja, das passiert ab und an, nicht bei jedem Pokémon, beziehungsweise bei den Legendären nicht, aber bei den allermeisten passiert das auf jeden Fall. Auf keinen Fall raufgehen. Du bist gerade ein Experiment im Gange. Vivien hat jedenfalls ein ganz ernstes Gesicht gemacht. Kannst du mich mal da hoch bitte lassen? Aber ich glaube, wir müssen jetzt die Arena-Leiter, den Arena-Leiter herausfordern. Das heißt, wir gehen in die Arena und holen uns, oder versuchen uns endlich den ersten Orden zu holen. Hey, ich helfe allen Trainern weiter, die sich in der Arena beweisen wollen. Mein Name ist Guido. Vielen Dank, dass du dich in der Arena antrittst. Hier für dich. Ein Tafelwasser, okay. So, ich glaube. Ja, seht ihr ein Feuersymbol auf dem Vorhang. Und ich glaube, ihr müsst auf den Kreis treten, der diesem Pokémon-Typ im Feuerteil wäre. In dem Fall ist es Wasser. Ja, okay. War schon richtig so. Keine Trainer? Doch, da oben. Aber wir brauchen ja auch die Erfahrungspunkte auf jeden Fall. Willkommen in der Arena von Orion City. Hier wirst du mit den Grundlagen des Pokémon-Kampfs verköstigt. Ich habe nebenbei eine Uhr mitlaufen. Das heißt, wir werden heute die Arena machen. Voraussetzung, wir schaffen sie natürlich. Er hat einen Yorkleff für Level 11 und wir setzen unser Sodamark ein. Und wir setzen unsere Spezialattacke ein, nämlich Aquaknarre. Viel ist es nicht. So. Weiter drauf. Ah, jetzt ein bisschen. Wir haben. Reicht es aber? Ja. Yorkleff ist erledigt. Und so nochmal gereicht Level 11. Ich freue mich auf eine richtig schöne Attacke, die es dann irgendwann lernt. Aber alles zu seinem Zeitpunkt natürlich. So, wieder mal ein bisschen Heilung. Ach, ich habe drei Stück von ihm bekommen. Ich sollte aber gut aufgestellt sein. So, Wasser. Vorteiltyp ist Pflanze. Richtig.
wir haben hier noch einen Arenaleiter. Einen Trainer. Okay, die ist ja das komplette Menü für der Arena von Orion City. Ich bin der zweite Gang. So. Eine Herausforderung von Serviererin Durota. Ein Nagelord. Wie ihr denkt, sieht das so aus, als wäre das hier eine Pokémon-Arena vom Typ Normal. Aber... Nein, wartet ab. So, er setzt Dings ein. Silberblick und senkt unsere Verteidigungswerte. Ja, wenn wir gekommen sind, ist es danach down. Aber er hat ja noch eins. Das heißt, ich werde wechseln danach. Yes! So, zurück. Und sehr viel voll. Wahrscheinlich wird auch Serpi vor ihrem Kampf beginnen in der Arena. Ich gehe davon aus, dass er seinen Typvorteil-Pokémon als letztes einsetzen wird. Wo habe ich dich um meinen Spieleberater? Oh, Philo ist weg. Sehr schön. So, das ist auch erledigt. Der zweite Arena. Und jetzt müssen wir auf das Feuersymbol, weil Feuer dem Überpflanzungstyp ein Vorteil ist. So. Ich spekuliere drauf. Ich spekuliere mal drauf. Oh, hey, willkommen in der Arena von Orion City. Tada, ich bin der vorige Mike, der mit seinem Feuer-Pokémon einheizt. Was heißt mein Element? Colin der Name, sehr freut. Und ich bin Benny, mein Herzschlag für Pflanzen-Pokémon. Also, du fragst dich bestimmt, was dieser Auftritt zu dritt soll. Red, lass mich das erklären. Nachdem welches Pokémon unser Gegner am Anfang gewählt hat, scheinen wir abhängig vom Typ, wer von uns dreien antritt. Ja, so ist das. Und das erste Pokémon war vom Typ Pflanze. Genau, das wäre ja dann geklärt. Ich bin Mike, bin also dein Gegner. Gleich wird's brenzlig für dich. Jaha, ich bin der Stärkste von uns dreien. Du kannst dich ruhig geehrt fühlen. Und herzlich willkommen in unserem ersten Arena-Kampf gegen Mike. Geile Mucke. Er setzt Yorkleff ein und damit habe ich richtig spekuliert. Ich habe es erwartet, dass er sein Feuer-Pokémon als letztes auspackt. Ich find's cool. Ist eine coole Idee auf jeden Fall. Mit dem Typenvorteil. So hast du eine kleine Herausforderung und musst dich mit dem Pokémon so durchwaschen. Ich setze jetzt bewusst das Verwickel ein. Ja, habe ich ja schon geschafft mit der Wickelattacke. Ist natürlich nicht stark, aber... Ah, jetzt. Okay, Wickelattacke. Verdammt! Seine Fähigkeit. Jetzt wird's crazy. Kraftschub ist nicht ohne, weil sein Angriffswert stinkt. Sein Angriffswert und sein Spezialangriff. Das Einzige, was ich jetzt noch hoffe, dass es nochmal einsetzt. Geile Mucke auf jeden Fall. Nein! Yes! Bevor es noch größeren Schaden anrichten kann, holen wir uns das, wie ich. Level 14 für Serpifeu.
Und er setzt als nächstes Grillmark ein. Genau das Pokémon, was ich gerne gehabt hätte. Alles habe ich gerade mich umentschieden, dass wir auf der Feuer-Pokémon-Position dann später immer nochmal wechseln werden. Ein anderes Feuer-Pokémon einsetzen. Aber das alles zu seiner Zeit. Ja, der setzt natürlich jetzt auch Kraftschub ein. Ich probiere ihn mal zu paralysieren. Er setzt einen Elcher ein. Und verbrennt wahrscheinlich damit unsere Beere. So, und jetzt könnte es theoretisch sein, dass es danach down ist. Es steigt dir nur der Angriffswert und nicht der Verteidigungswert. Das ist das Gute. Nicht ganz. Wir machen es einfach nochmal. Er kann mit einer Schar nicht viel ausrichten gegen uns. Und damit haben wir unseren ersten Arena-Leiter. Erster Arena-Orden. Oder unseren ersten Orden. Level 12 für Sodamark. Ja, jetzt ist es aus. Mich hat's erwischt. Schade. Aber gutes Geld. 680 Pokédollar. Wow, du bist echt stark. Und gemäß den Statuten der Pokémon-Liga erhältst du jetzt diesen Arena-Orden. Sehr schön. Bam. Der Triorden. Die Arena-Orden sind ein Zeugnis für die Stärke des Trainers. Besitzt du einen Orden, befolgen auch im Tausch haltende Pokémon. Bis Level 20 deine Befehle. Und das ist hier ebenfalls für dich. Genau, die TM83 Kraftschub. Wie wir schon wissen, steigt damit der Angriff und der Spezialangriff des einsetzenden Pokémon. Ist durchaus praktisch, muss ich sagen. Definitiv. Wir werden sie auch unserem Sodamark soweit beibringen. Hab ich irgendwie Bock drauf. So, technische Maschinen kannst du übrigens beliebig oft einsetzen. Das stimmt wirklich mittlerweile. Und ich finde es eine sehr geile Neuerung. So, jetzt bringen wir unserem Pokémon mal die Dings bei. Der Term wurde aktiviert. Kraftschub. Ja, und Sephiroth kannst du übrigens nicht lernen, aber Sodamark kannst du lernen. Wir nehmen dafür Silberweg raus. Wir sind schon mit dem zweiten Teammitglied sind wir jetzt gut aufgestellt, auf jeden Fall. So, was möchtest du noch von mir? Ah, vergiss nicht den Moment, in dem du einen Orden erhalten hast. Das ist nämlich etwas ganz Besonderes. Auf jeden Fall. Willkommen, unser Angebot ist auf die Vorlieben des Trainers abgestimmt. Hab dann gemerkt. Oh, wer ist das denn? Tada, ich bin Vivian. Professor, ich habe dich gebeten, dir und deinen Freunden etwas zu geben. Du folgst mir am besten. Ah, stimmt, das war die, wo wir eben nicht hoch durften wegen dem Experiment. Ihr wollt also alle Pokémon in deiner Region treffen, nicht wahr? Oh, zur Treppe hier bitte entlang. Mit Zimmer ist hier oben. Bitte, bitte, komm noch mit drauf. Hehe, okay. Ich stelle mich am besten nochmal vor. Mein Name ist Vivian und wie du sehen kannst, bin ich Wissenschaftlerin. Bei meinen Forschungen beschäftige ich mich übrigens mit dem Pokémon-Training. Mit Professor Esche bin ich schon seit unserer Studienzeit befreundet. Sie hat mich gebeten, euch zu unterstützen. Und das tue ich dann auch gleich mal. Haha. Hier, das sollte sich als nützliche erweisen. Eine versteckte Maschine. Und das ist die DVM01 Zerschneider. Genau so ist es. Bla, technische Maschinen können VMs natürlich beliebig oft eingesetzt werden, aber das ist nichts Neues. Ah, genau, da müssen wir jetzt hin. Ihr habt ja da gesehen in der letzten Folge, dass da irgendwo noch ein Busch stand. Das machen wir nämlich auch noch jetzt. Weil wenn wir da schon um was gebeten werden, dann kann das eigentlich nichts Gutes verheißen. Dann ist da irgendwo was vorgefallen. So. Ja. So, die zwei Pokémon mal kurz heilen. Jetzt bräuchte ich natürlich noch einen VM-Sklaven.
Ich will gerade. Gibt's hier unten nicht irgendwo was? Hier gibt's doch bestimmt irgendwo einen VM-Sklaven. Ah, doch, da wäre auch einer, aber brauche ich nicht. Weil ich will jetzt unbedingt nicht wirklich meinem meinem Serpifeuer oder so was beibringen. Weil der soll eigentlich andere Attacken kriegen. So, die Frage ist, kann Nagelotz ist. So, ich muss mal gerade googeln. So, ich guck gerade, ob es das kann. Gerade auf die Seite gehen. Ja, kann es. Dann fangen wir dich. Dann fange ich mir jetzt an Nagelotz, was ich kurz im als vor allem Sklave missbrauche. Hätte ich nicht der ideale Fall gewesen. Jetzt mal Wickel ein. So, könnte eigentlich sogar reichen schon. Bälle. Schauen wir mal. Ja. Nagelotz wurde gefangen. Wir werden es allerdings nicht ins Team nehmen. So. So, brauchen wir nicht. So. Zerschneider. Ich soll nur ein VM-Sklave werden. Nichts wirklich Wichtiges sonst. Das wird er ja dann unser Team haben. Oder nächstes Team Pokémon haben. Aber ich glaube, das dauert jetzt noch eine Weile, bis wir nächstes Teammitglied kriegen. Vor allem, wenn wir unser Feuer-Pokémon kriegen. Na was, zwei lange dauert das gar nicht mehr, fällt mir gerade auf. So lange dauert das tatsächlich gar nicht mehr. Kriegen nämlich demnächst unser Elektro-Pokémon. So. Und da sind wir wieder. Wir setzen mal Sodamark auf die erste Stelle, weil das soll ja auch sich irgendwann mal
So, der Baum sieht so aus, als ob es zerschnitten werden könnte. Ja, das machen wir nämlich auch noch in dieser Folge hier. So. Was willst du? Oh, kämpfst du zu so einem mysteriösen Pokémon? Ach, was für ein mysteriösen Pokémon? Was laberst du? Was laberst du? Habt ihr das gerade auch gehört? Oh, du hast ja gerade die Geräusche hinter der Wand gehört. Lass es nachsehen gehen. Ja. Oh, wie cool. Was ist das? Hm? Hey, warte. Was wollt ihr von uns da? Hey, da haben wir ein Somniam. Ah, das ist also ein Somniam. Los, los. Schnell. Stoß deinen Traumdunst aus. Moment mal, wer seid ihr Typen? Was macht ihr hier? Ja, wir sind? Wir sind Tag und Nacht im Einsatz, um die armen Pokémon von dem Joch der törichten Menschen zu befreien. Wir sind Team Plasma. Was wir hier machen? Die Pokémon Somniam und Somnivora stoßen den sogenannten Traumdunst aus, der allerlei Träume beschert. Mit diesem Traumdunst werden wir endlich die Pokémon von ihrem Joch befreien. Wir müssen den Menschen auf der ganzen Welt nur einen Traum zeigen, indem sie alle ihre Pokémon freilassen. Hey! Hey, wird's mal mit dem Traumlunz. Tritt ihr das Pokémon etwa, damit es den Traumlunz aussammelt? Wie grausam, wieso tut ihr nur sowas? Ihr seid doch auch Trainer. So ist es, wir sind auch Trainer. Doch im Gegensatz zu euch kämpfen wir, um Pokémon zu befreien. Und befreien wir die Pokémon, indem wir Kämpfe gewinnen und den Trainern dann ihre Pokémon wegnehmen. Genauso werden wir auch euren Pokémon die Freiheit schenken. Aha, Gefilfe. Okay. Das erste Duell mit Team Plasma. Alter, ein Nagelotz. Ein gewöhnlich sehr starkes Pokémon, weil die Weiterentwicklung nicht ohne ist. Sollte man nicht unterschätzen. Aber wir setzen mal unsere Aquaklare jetzt ein. Boah, ich hätte mich mit Kraftschub mal pushen können. So, push dich mal hoch, mein Freund. Angriff, Spezialangriff steigt und damit müsste das Viech eigentlich down sein danach. Aquaknarre! Was? Ich hätte erwartet, dass es das ohne Probleme packt. Aber okay. Hey, hast du das den Kampf gegen ein Kind auf die leichte Schulter genommen? Wie dem auch sei, jetzt komme ich! Warum hilft Ben nicht einfach? Warum machen wir nicht einfach einen Doppelkampf aus? Wäre auch cool gewesen. Und du hast ein Felilu. Aber irgendwie setzen sie nur die gleichen Pokémon aus. Nagelord, Felilu. Ist momentan etwas eintönig. Bringt ihm nichts. Heul rum, wie du möchtest. Da Aquaklare ein Spezialangriff ist, bringt ihm das überhaupt nichts. Und Aquaklare drauf. Und tschüss. Und sogar noch ein Volltreffer. Das konnte es nicht überleben. Wunderbar. Ah, das gibt's doch nicht. Wir haben beide verloren. Aber wir brauchen diesen Traumnutz unbedingt. Wird's mal, stößt du unendlich den Traumnutz aus. Hör schon auf. Was? Was soll das hier werden, wenn es fertig ist? Was? Wir sind von Team Plasma und haben uns das oberste Ziel gemacht, alle Pokémon aus der entwürdigten Gesellschaft zu befreien, die ihnen einst das törichte Menschengeschlecht aus niederen Beweggründen aufgezwungen hat. Doch wenn ihr dieser ehrenwerten Aufgabe nicht gewachsen sein solltet. Das ist doch nicht der Jesus, der seine Anhänger um sich schart und mit schönigen Reden und die Leute zu betrügen versucht. Nein, das ist der Jesus, der erbarmungslos straft, wenn man versagt hat. Wir verschwinden, bis er sich wieder beruhigt hat. Und tschüss.
Cool. Ist das ein Somnivora, seine Weiterentwicklung? Was war denn das gerade? Jesus ist mal da, mal dort. Der war eben doch nicht echt, oder? Wäre das vielleicht nur ein Traum? Und dieses Pokémon. Ah. Ich konnte einfach nicht mehr weiter warten. Ich musste herkommen. Huch, ein Somnivora? Tja. Tja. Oh, was ist hier passiert? Oh, Vivian. Aber das war erst dieses Somniarm. Aber dann kam Team Plasma und dann kam plötzlich die Somnivora. Das hat uns wohl einen Traum gezeigt. Und Team Plasma hat dann... Verstehe, verstehe. Somnivora ist die Weiterentwicklung von Somniarm, weißt du? Und als es merkte, dass das Somniarm in Schwierigkeit steckte, hat es seine Fähigkeiten eingesetzt, um einen Traum wahr erscheinen zu lassen. Ein Traum, der das Somniarm rettet. Oh, einen Moment mal. Ist das etwa der Traumdunst? Dann kann ich meine Forschung ja vollenden. Kommt doch nachher mal bei mir daheim vorbei. Auf jeden Fall. Puh, das war vielleicht ein Tumult. Kev, warum schaust du nicht bei Vivian vorbei? Ich werde derweil das Pokémon von eben suchen gehen. Genau so ist es. Aber das machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall bei Let's Play Pokémon Weiß. Und ja, wir schauen in der nächsten Folge wieder bei Vivian vorbei. Und dann machen wir auch weiter mit der Story. Ne? Bis dann auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen schönen Tag.